Die Südwände der Tannheimer Berge sind gut für das Klettern im Frühjahr und im Herbst geeignet. Als Ziel für dieses Frühjahr haben wir uns eine der leichteren Touren herausgesucht, die mit 5+ bewertete Morgenstund. Die Route ist aufgrund ihrer guten Absicherung und da sie nicht allzu schwer ist, recht beliebt. Ich hatte die Tour schon einmal kurz nach ihrer Erstbegehung geklettert und war damals nicht ganz so begeistert. Der Fels in der Tour war nicht überall fest und ich habe es schon häufiger heftig poltern gehört, wenn Seilschaften in dieser Tour zugange waren. Aber das ist nun schon ein bisschen her, eventuell ist die Tour nun schon besser ausgeräumt und abgeklettert. Den Zustieg dürften viele von euch schon in den vorhergegangenen Videos gesehen haben. Vorbei am Gimpelhaus halten wir uns nach rechts in Richtung Gimpel und wandern dann auf den Gimpelvorbau zu. Am Vorbau angelangt halten wir uns nach rechts oben vorbei an eben Tierchen sein Pläsierchen, bis kurz vor Ende des kleinen Schofenvorbaus. Und heute habe ich richtig Glück mit dem Filmen. Vor uns steigt eine Seilschaft ein, die es mir erlaubt, Filmszenen von ihrer Begehung mitzuverwenden. Herzlichen Dank dafür, sonst wäre es schwer geworden, als Vorsteiger einer Dreierseilschaft vernünftige Routenszenen zu bekommen. Zudem hat es sich noch um eine gute, umsichtig kletternde Seilschaft gehandelt, was in dieser Tour nach wie vor wichtig ist. Los geht's mit Schrofen, dann kommt die erste sehr gut gesicherte 5-Minus-Stelle. Dann folgt eine Querung nach links und es geht hoch zum Stand. Ein bisschen Abstand halten zur vorherigen Seilschaft und dann sichere ich meine Seilpartner nach. Es folgt eine Schrofenrinne, erst leicht nach links und dann wieder nach rechts zum Stand. Nach oben hin bietet die Rinne aber ein paar ganz nette Klettermeter. Dann heißt es kurz gut hinstellen und kräftig anziehen, wenn man das kleine Wändchen direkt klettern will. Die angegebene 4+ ist da schon eine harte Bewertung. In einem Linksbogen geht es dann leicht weiter zum Stand. Naja, da liegt schon überall noch Zeug rum, gell? Hier sind wir wieder dran an der vor uns gestarteten Seilschaft. Es folgt ein kurzer, steiler Aufschwung im unteren 5. Grad. Nachsichern und ich stehe selbst an dem Aufschwung, der sich sehr schön klettern lässt. Nur noch ein paar Meter bis zum nächsten Stand. Unten am Einstieg halten sich zwei Seilschaften, zumindest von oben betrachtet, recht sorglos auf. Bei all den Steinbrocken, die hier herumliegen, wäre ich da ein bisschen vorsichtiger. Es folgt eine 5er Rinne. Die Stelle hier ist durchaus ein bisschen trickreich. Dann folgt die Schlüsselseillänge. Diese beginnt mit einer tollen 5+ Platte, die zumindest der Vorsteiger auch klettern können sollte, trotz der guten Absicherung. Ich genieße erst einmal den Rundblick und diesmal keine losen Felsbrocken, sondern die Blümchen. In der Platte muss man schon schauen, wie man hier am einfachsten nach oben kommt. Gut gemacht. Jetzt aber erst einmal nachsichern. Sieht steil aus, wenn man da direkt drunter steht. Auch im weiteren Verlauf ist die Seillänge nicht ganz einfach.
Hier stehe ich aber schon unter der letzten Seillänge. Auch hier muss man schon genau hinschauen, wo man am besten klettert, um mit einem oberen Vierer durchzukommen. Und schon ist es vollbracht. Wir entscheiden uns für den Fußabstieg, da dies hier meistens genauso schnell ist wie das Abseilen. Zum Abseilen würde man das Fixseil nicht nach oben verfolgen, sondern ein paar Meter nach unten. Wir sind nun ein bisschen bis zum Grat aufgestiegen und queren hinüber zum Normalweg. Den Gipfel könnte man so natürlich auch noch mitnehmen. Auf dem Normalweg, der teilweise leichte Kletterei erfordert, geht es nach unten. Die Kletterstellen waren nach dem Winter teilweise noch ein bisschen schuttig. Den Gämsen ist es zu heiß, die liegen da drüben gemütlich im Schnee. Als Fazit würde ich festhalten, dass die Tour einiges an Schofen, aber auch einige schöne Kletterstellen zu bieten hat. Man sollte aber nur hinter umsichtig kletternden Seilschaften einsteigen und selbst vorsichtig klettern.